Verehrte Zuschauer, willkommen zu unserer Abschlusssendung von der CeBIT 2012 in Hannover. In den vergangenen Tagen haben wir Ihnen die aktuellsten Hightech-Trends für verschiedene Anwendungen und Bereiche gezeigt. Ein Bereich ist noch offen und das holen wir heute für Sie nach. Denn technische Innovationen machen auch vor der Automobilbranche nicht Halt. Es ist extrem beweglich, verändert seine Form und passt sich der aktuellen Verkehrssituation an. IO Smart Connecting Car heißt das intelligente E-Fahrzeug, das auf der CeBIT in Hannover zu bestaunen ist. Über sogenannte Docking Stations lassen sich mehrere dieser Fahrzeuge miteinander verbinden. Gleiche Wegstrecken können so kostensparend und umweltschonend gemeinsam zurückgelegt werden. Dabei werden Daten und Energie von einem Fahrzeug auf das nächste übertragen. Und das Einparken soll auch einfacher werden. Also ein normales Auto kann ja nicht viel mehr als beschleunigen, bremsen und vorne lenken. Was wir jetzt hier haben, ist im Prinzip ein System, was sowohl vorne und hinten lenken kann, unabhängig voneinander, als auch die Höhe des Fahrzeugs verändern kann oder auch den Radstand modifizieren kann. Das bedeutet, ich kann das Fahrzeug von 2,20 Meter auf 1,60 Meter verkürzen, kann dann die Räder so stellen, dass ich mich im Kreis drehen kann. Ich könnte also vorwärts in eine Parklücke reinfahren, innerhalb der Parklücke wenden und vorwärts aus der Parklücke wieder rausfahren. Noch ein Zukunftsmodell. Real dagegen ist der neue A3. Er verbindet sich nicht nur mit anderen Fahrzeugen, sondern auch mit dem Internet und mit seiner Umgebung. Das neue Infotainment-System macht's möglich. Es lässt sich bequem über ein integriertes Touchpad bedienen. Besonderes Highlight ist die neue Connect-Funktion. Dahinter versteckt sich ein ganzes Bündel von Funktionen. Und als besonderes Highlight ist natürlich hier das Google Earth. Ich sehe mein Straßennetz, ich kann meine Navigationsroutenführung machen. Und gleichzeitig gewähren mir Google Earth-Daten, das sind Satellitenbilder, Street View ins Fahrzeug gestreamt. Die CeBIT in Hannover zeigt, dass Automobil- und ITK-Industrie eng miteinander vernetzt sind. Auf dem Automotive Day, dem Gipfeltreffen der Automobilindustrie, referieren die Führungskräfte der Branche über die Chancen von IT-Lösungen. Und wer weiß, vielleicht fahren wir dann auch bald nur noch in Kette zur Arbeit. Und soweit ein Blick auf die technischen Trends rund ums Auto, die im Rahmen der CeBIT in Hannover präsentiert wurden. Damit sind wir nun auch am Ende unserer Berichterstattung von der CeBIT 2012 angekommen. Alle Sendungen, Beiträge und News von der Veranstaltung und den aktuellen Hightech-Trends finden Sie auch zum Abruf auf unserer Website messelive.tv. Besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.